Wir haben es geschafft. Nach Hunderten von Stunden, mehr Tagen, sind wir aus dem Psychosumpf entkommen. Deswegen heißt es übrigens Sumpfort. Aber Ja, jetzt sind wir völlig bescheuert. Wir sind natürlich wie immer Biane und Sascha, die grüßt hier euch. Log der Fatal Log Challenge, bla bla. Ihr kennt das übliche Gelaber zum Anfang jeder Folge. Wir haben 10 Orden. Was machen wir nun, Sascha? Gute Frage, ich würde sagen, wir gehen nach Norden. Ich wollte mich gerade eigentlich mal heilen. Aber ich finde das Pokémon Center nicht. Ach, hier. Hab's gefunden. Sonst wird das blöd, wenn wir völlig tot. Wie kommt sie von da an die Bank ran? Schmeißt sie unsere Bälle einfach so flup, Ich flup, glaube. flup? Warum haben wir uns eigentlich noch nie gefragt? Hab diese Maschine noch nie gesehen. So, Du bist auf der Erste, geht's, der gestern Kämpfer. dabei war. Tja. Das war hier, bei Das ist Batterman. eine neue. Da ist eine neue Route, ne? Gibt's hier nicht auch Jetzt verlieren eine? wir schon wieder jemanden. Dürfen wir lang? Hast du Ja. vom Vorfall im Kraftwerk gehört? Die östlich von hier. Lavandia, jawoll. Ich überlege gerade, hier geht's nach. Ja, es zeigt mir gar nichts. Oh, Mondberg ist cool. Und da oben ist dieser Zipfel. Was ist da? Was, ich will da hin zu diesem Zipfel. Also meine Lass uns nach Karte Norden zeigt mir gefühlt gehen. gar nichts an. Was heißt, welche Stadt ist denn über uns? Es geht halt nicht. Ich muss ja immer so. Hallo. Ach so, du kannst sie gar nicht frei. Ach Nee. so. Azuria. Nee, oder? Und Ach, links da von uns oben war. ist. Ah, jetzt Da, oh, dann Prismania. lass uns nach Prismania. Ins Einkaufszentrum. Ich Ich will weiß shoppen nicht, wo man gehen. hier lang soll. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, es gibt auch keinen Soll. Ich meine. Oh, da könnte man was fangen. Ja. Wir Was müssen. gibt's da? Das hier zu. Das ist verriegelt. Ist verriegelt. Und wer wohnt da eigentlich? Was steht auf dem Schild? Wer hat denn das Schild so hingebaut? Was steht auf dem Flugblatt? Ruppige Trainer fragen, ob sie Zugefahrt kennt. Halten wurde der Tunnelfahrt auf Umstellzeit geschlossen. Ordnungsamt. Gott. Das Verrückt. ist ein Kinderspiel. Ja. Da gehen wir einen Pokémon fangen oder was? Ist hier nicht mehr? Nö. Okay. Dann Müssen ja. wir. Ey, wer muss denn gehen? Schock, wa? Jo. Das ist schade. Ja, aber gut. Vielleicht kriegen wir was Cooles. Wir müssen immer so schlecht gelevelt, ey. Na. Egal. Und. Oh, wow. Wow. Aber wir haben halt die Regel, wenn wir was haben, dann. Ich hoffe nochmal. Stimmt, wir haben. Ah, oh, da ist der Pokéball. Ja, hau kaputt. Ja, also wir dürfen nochmal. Alles gut. Glück gehabt. Ja, es wäre jetzt irgendwie gleich komisch gewesen. Das wäre jetzt richtig. Ich hätte Schock 2.0 genannt. Dass wir die Regel haben. Das wäre sonst langweilig gewesen. Das wäre einfach nur umständlich. Hätten wir wieder trainieren müssen auf das gleiche, was wir da vorhin hatten. Ja, so, jetzt aber. Oh. Oh, Das das ist ist gut. nett. Das können wir nehmen. Müssen wir sowieso, aber. Kriegt man schon, kann man schon X-Bart hier machen? Ja, aber es ist ja die Freundschaft, war. Also, Nee, was? Tausch? nee, nee, die Freundschaft. Auf jeden Fall. Okay. Also, Wollen wir jetzt bitte nicht sterben lassen. Muss Nee. mal. Schade. Wenn wir es nicht sterben lassen und wirklich nur viel laufen und Level steigen, dann sollte das eigentlich relativ fix gehen. Ja. Wir sind doch auch gerne Pokémon-Liga, wo wir es einsetzen müssen. Weil wir sonst nichts haben. Also wir brauchen mindestens Level 22 und wie viel Freundschaft? Jeder ist mal 250 oder so. Oh ne, nicht schon wieder. Doch. So eine Fledermaus. Ja. Quasi so Vampirmäßig. Startfreundschaft 70. Aber wir haben ja gar kein X-Bad, wir haben ein Golbat. Ja. Und Golbat hat eine Startfreundschaft Mal so von eine 70. Fledermaus. Wir sind nicht Dracula, keine Ahnung. Ach so, brauchen wir dann einen Spitznamen? Ja. Ja, kommen wir denn in den Dracula? Ja, ist voll Standard, aber egal. Ja, egal. Ist ja ein cooler Name, ist jetzt nicht, nichts Schlimmes. So, das machen wir dann gleich. Ja, Ja. toll, aber wie viel Freundschaft braucht das Vieh denn?
Also steht hier wieder nicht. Aber Pick kommt langsam auf sein Level. Ja, genau, sind noch 20 Level unter Level. langsam. Extra langsam gesagt. Jetzt folgen wir dem gelben, weißen Steinweg hier. Und sind schon da. Sehr cool. Auf geht's shoppen, wa? Hui. Kapuzzi! Quapsel wahrscheinlich. Quappo! Boah! Dieses Quappo ist mein Partner. Ich frage mich, ob der Pokémon Pokémon war. Was? Er hat gerade was gegessen. Achso. Da, Postmeier City, können wir jetzt shoppen gehen, bitte? Gibt's nicht auf die Spielehalle? Ja. Oh ja. Tja, wir haben eins. Sogar ein. Ist Porygon die Weiterentwicklung? Nee, die Vorentwicklung, glaube ich. Zu? Nee, warte mal. Haben wir jetzt das Upgrade-Ding? Nee, das ist schon die Weiterentwicklung. Das eckig-kantige ist die Vorentwicklung. Das ist Porygon 2, genau, ja. Siehst das heißt doch Porygon. Ach, Porygon 2, genau. Porygon 2 ist das. Das Porygon ist halt Vorentwicklung. Das ist so kantiger. Genau. Ja, genau. Was gibt's denn hier Schönes? Oh. Münzen gegen fabelhafte Preise. Oh. Man gut an Flugmünzen. Ui. Lavita. Noch cool. Das verstehe ich eh, wenn du mal ist. Gegen so ein Ratzfratz. Na gut, auch wenn du weißt, bringt uns glaube ich nicht viel. Nee, aber wir können ja mal in die Spieler da reingucken, da war da noch so ein bisschen. Ah, wir kennen das ja schon. Nee, das ist ein anderer. Gibt's da nicht so ein Poster irgendwo, was man ansprechen kann? In diesem Poster, da ist Six. Oh, Troll. Hey, Poster, da ist Six. Was für ein Troll für alle, die die erste Generation gespielt haben. Ist cool. Gibt's hier nicht überall die Münzen auf dem Boden? Ja, Champion Spee. Spielst du auch an Automaten? Ich möchte genug Münzen sammeln für ein prämiertes Pokémon, aber ich habe noch nicht genug Münzen. Ich hab ja spielsüchtig. Lass uns ein Spiel spielen. Ja. Ich geh jetzt an den hier. Ach, das. Jawohl. Das hab ich mit Janis schon mal gespielt, das weiß ich noch. Wiss. Was ist gerade passiert? Ich verstehe das Spiel nicht. Oh, warte mal. Das war krass. Das war Zufall. Wie funktioniert das? Pass auf. Ich zieh eine Karte. Warum kommen jetzt eigentlich die Leute bei mir hier auf die Idee, jetzt Staub zu saugen? Ich weiß das auch nicht. Setze quasi auf irgendwas. Ach, was es dann sein soll oder was? Du kannst quasi so gleich die Reihen machen. Das ist halt sehr sehr wahrscheinlich, dass du das kriegst, aber dafür wird halt, kriegst du auch weniger Münzen logischerweise, wenn du was kriegst. Wenn du halt wirklich eins triffst wie gerade, ist halt sehr krass. Ach so, das heißt, ich sag zum Beispiel, yo, ich schaff's jetzt hier. Sagen, hier. Du kriegst dann einfach was Blaues. Okay. Oder quasi, du spezialisierst dich auf Blau und 5, so. Achso, es gibt auch eine Zahl und eine Farbe hat die Karte immer. Genau. Ah, und was wenn du das Vierfachding da oben gehst? Kannst du nicht, okay. Aber du kannst sogar zwei Farbdinger nehmen, aha. Ja, Vierfach ist, wenn ich halt quasi von hier immer eins, glaube ich, hab. Irgendwie so. Ich will es gerade auch nicht mehr, es ist... Ja komm, wir nehmen einfach Rot. Rot ist cool. Rot? Ja, was? Also Pink. Ja. Oh, das wird sein. Pass auf, Glücksspiel hier bei Fatal. Gut. Wir sollten vielleicht aufhören, wir haben eh kein Glück. Nochmal. Wir machen jetzt immer darauf, ja. Irgendwann muss es halt kommen. Und jetzt so wird mein Glücksspiel süchtig. Willkommen hier beim Ja. Komm, bis 300, das kriegen wir hin. Das kann man immer weitermachen, bis quasi alle weg sind. Nee, ich glaube nicht, irgendwann das Ende. Achso. Mist, hätten wir doch mal das Ende. Ich bin jetzt ganz krass. Hier. Die Karte, da hat es auch geklappt. Oh, knapp. Oh mein Gott, Sascha. Knapp. Pikachu hat es geklappt. Ja. Einfach nur mal das Langeweile gedrückt, das war krass. Das ist mir noch nie passiert, um ehrlich zu sein. Ach, gleich ist weg, ach so. Jetzt, wirklich. Und? Oh. Siehst du hier? Siehst du ganz? Ja, ich sehe es. Ah, okay. Ich mache einfach die ganze Zeit bis Ende ist, vielleicht. Vielleicht. Sobald du es einmal nicht nehmen würdest, dann wär's das.
Sowieso. Mir ist egal. Aber noch einmal gewinnen. Come on. Oh, fahr schon noch einmal. Einmal. So, komm, jetzt ist es das. So, jetzt haben wir genauso viele Münzen wie am Anfang. Egal. Gibt's noch andere Automaten, gibt's nur noch dieses Spiel. Wo gibt's denn das? Nee, doch nicht. Ach, stimmt. Ach, die ganz klassischen. Das machen wir noch. Ach, da gab's auch so richtig viele Tricks, wie man gucken müsste mit den Myraplas da oben, wie die sich irgendwie bewegen. Oder die Melodie. Du musst auch immer irgendwie so einen gleichmäßigen Rhythmus drücken, oder wie war das? Ja. Ah, fast. Er hat jetzt einmal den Jackpot gewonnen. Das war geil. Knapp. Jetzt haben wir unsere ganzen Münzen. Oh. Doch, die Kirschen. Dann perfekt. 6 Münzen! Woo! Warum? Ach, die Kirschen. Stimmt, je nachdem wie viele Münzen man setzt, desto mehr Möglichkeiten hast du, ja, genau. Ja. Was? Ich weiß, die Folge wird nicht spannend, wir spielen jetzt einfach, machen einfach Glücksspiel jetzt. Wir sind halt so. Die ganze Folge lang. Ich möchte die 7. Wir wollen einmal gewinnen. Bitte. Nein. Nie Glück, nie gewinnen wir irgendwas. So schlecht. Ja, oh. Na komm. Nein. Oh. Fuck off. Kann's doch nicht sein. Mal so knapp. Alles verarsche. Schiss. Immer gleicher Rhythmus, ist schon klar, aber. Oh. Das sollten aufhören, dass das. Dreimal noch. Nicht. So. Nicht einmal noch, nein, dreimal noch. Wir hatten zwischenzeitlich mal fast 300. Wir hatten. So ist das immer im Glücksspiel. Ganz lange her. Da kommt der große Gewinn und dann. Huh? Okay. Was auch immer das war. Warum hat sich gerade die eine Zahl von der 7 geändert und. Ich weiß es nicht. Nochmal, einmal noch, das war jetzt. Willst du einmal normal verlieren, oder was? Ja. Okay, jetzt rein. Das war verrückt gerade. Merken, es sind ziemlich viele komische Dinge. So, dann gibt's hier wohl kein Team Rocket Hauptquartier. Nee. Dieses Mal. Merkwürdig. Das ist ja. Wir wollen eigentlich ins Einkaufszentrum gehen. Genau. Das ist zwar nicht, das fällt mir gerade so auf, aber. Was ist das, eine Pokémon-Pension? Sprich. Ja, sie fühlt sich nicht allein, das sind ihre Begleiter. Oh, sie bringt sogar Geld nach Hause, Mensch. Ich hol mir auch eins. Stimmt, Zahltag. Ja. Das ist ein Wohnhaus hier, ich sehe schon. Das lag schon mal auf irgendwelche Leute ins Wohnzimmer oder was? Ja. Oh, gucken die PC an. Ach, wir machen den PC an, aha. Okay. Aha, interessant. Der Produzent. Ist das nicht irgendwie so, keine Ahnung, Verletzung des Briefgeheimnisses oder irgend... Ja, was ist hier los? Bin mir sicher. Da bist du erst, das ist richtig. Ich bin der Spieledesigner, was? Das stimmt, die haben sie selbst eingebaut. Es ist schwer, den Pokédex zu erstellen, aber gib nicht auf. Ja, wenn man das Feuer hat, kann man sich so eine Urkunde ausdrucken lassen. Mit dem Gameboy-Printer. What the fuck? Ja, so war das. Wer ja. Ich? Ich bin der Programmierer. Probiere die Spielautomaten aus. Achso. Sind die Zwillinge nicht anbetungswürdig? Jasmin ist auch sehr hübsch. Oh, ich bete sie an. Hä? Who the fuck ist... Ach, die ist die Arena... Ne, Sabrina. Jasmin war doch schon besiegt. Ach, keine Ahnung. Das ist der Grafiker. Der hat Zeichnung von dir angefertigt. Kann man die auch ausdrucken lassen?
Alter, die Unterzeichnung eines hübschen Mädchens. Was machen die denn hier? Das ist ja völlig hier die vierte Wand. Tschüss. Oh Gott, der fällt gleich runter. Spring nicht! Oh, oh, warte! Ich liebe sie sehr. Ich sage immer, es gibt nur eine Sache, welche die Höhe so sehr liebt wie ich. Rauch! Und jetzt spring ich runter, mach's gut! Also, die Leute irgendwie kann das alle merkwürdig. Ich will da bitte. Was ist da? Das ist ein. Bestimmt kann man dann damit zu Team Rocket. Komm, los, los, ich will da hin. Wie kommen wir da hin? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist eine Tür. Durch die Hintertür. Können wir von hinten an das Gebäude ran? Das ist eine Treppe. Das ist interessant. Kann man von hinten an das Gebäude ran? Bestimmt, ach, oder? Ja. Haha, ja. Siehst du wohl. Das ist der Supermarkt. Nein, ah. Wie geht denn das? Wie kommt man denn da hin, sag mal? Bestimmt durch irgendeinen Hintereingang. Ich sehe das auch schon kommen. Das ist der Aufzug. Jetzt will ich doch erst so da zum anderen Ding dahin. Irgendwie, nee, macht ja auch keinen Sinn. Nee, pass auf, lass uns doch mal weiter nach rechts gehen. Vielleicht finden wir da irgendwie einen Weg dahinter. Da war ja nicht. Ja, aber ich glaube, dass wir da hochkommen, oder? Von da bestimmt. Ah, toll. Das hat natürlich wieder kein. Kann das Keifel nicht? Keifel kann das bestimmen. Das ist mir jetzt wert. Obwohl, nee, bring's doch einfach Dings bei. Schock. Wir müssen Schock eh noch tauschen. Kann er, ach, kann er nicht. Oh, nee, die beiden wollte ich eigentlich nicht. Nee, das ist. Aber das kann safe Golbart. Ja. Lass mal einfach rechts weiter, doch kommen, die Folge ist eh gleich vorbei. Oh, wir können jetzt surfen. Ja, geil, aber. Lass uns erstmal gucken, ob wir irgendwo noch einen Eingang zu diesem komischen Bereich finden. Wir holen uns erstmal Golbart. So. Ja, sehr schön. Man kann jetzt hier auch auf die Ruhmesfalle gucken, ist ja auch schön. Tschüss. No. Schock. Hat Spaß gemacht. Aber reicht. So, Dracula. So. Ich will dir das der Schneider beibringen. Was bitte? Was müssen wir eigentlich können? Nein! Gut, dann kann eben keiner bei uns der Schneider. Dann können wir doch nicht gucken. Das ist schade. Dann gucken wir mal auf der rechten Seite nochmal. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Das Versteck von Team Rocket befindet sich im Keller der Spielhalle. Oh, warte. Das war vor 3 Jahren. Lol. Wie gut. Ja, dann kommen wir hier gerade hoch. Wenn wir da gerade hochgehen. Guck mal, da. Wie kommt man denn da hin? Aha, ich sag. Guck mal, Sascha, hör einfach mal auf mich. Ich weiß schon, was ich erzähle. Okay, wir können doch gucken. Sonst kann mir keinen Tag schneller beigefahren. Und jetzt wieder runter. Nö, doch nicht. Wer bist du? Lass mich dir eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch. Oh. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Ich will aber jetzt. Jetzt müssen wir uns merken, wenn wir irgendwann mal halt nachts aufnehmen oder abends müssen wir hier hin. Ach dann, wir müssten quasi wirklich. Obwohl, richtig ist nicht nach deiner Computerzeit. Ja. Die könnte man ja einfach ändern. Ah, das ist mir zu umständlich. Wir nehmen nur eh öfter mal abends auf. Und wunderbar. In dem Sinne sind wir auch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Diesmal haben wir keinen Orden gefunden. Wir haben nicht das Versteck von Team Rocket gefunden. Aber wir wissen, dass es oben etwas auf dem Turm gibt. Wir erfahren aber erst, was es ist, wenn es dunkel ist. Ja. In dem Sinne, sehen wir uns wieder, wenn es dunkel ist. Macht's gut.